Dank, Herr Stürmer. Recht herzlich willkommen. Trinken Sie ruhig nur Ihren Kaffee. Dieses Bild wurde gemacht, bevor wir im großen Stil eingestiegen sind, WTO-Ausschreibungen zu machen. Ich möchte Ihnen kurz ein paar Zahlen im Überblick geben. Nachdem wir die Zahlen von meinem Vorredner gesehen haben, sind die erheblich kleiner. Wie gehen wir das Ganze an? Und vor allen Dingen möchte ich ein paar Worte über Schlagzeilen geben und last but not least vor allen Dingen die Beschaffungsarten und dieses Spannungsfeld bei uns aufzeigen. Sie sehen hier den Kreislauf unseres Geldes. Diese drei Poller steht für Post, die Schweizerische Post, Postauto und Postfinance, machen ungefähr 8,5 Milliarden Umsatz jährlich. Die schicken das Geld hier rein, die Kunden sind so nett und bezahlen. Und wir geben zwar von 2,7 Milliarden gleich wieder aus. Damit sind wir der zweitgrößte Kostenfaktor innerhalb der Organisation. Wie teilt sich das auf? Und das zeigt schon die Organisation. Unsere Grundphilosophie ist, es gibt immer nur eine Einkaufsorganisation, die für eine bestimmte Warengruppe zuständig ist. Das ist schon mal die erste große Herausforderung, weil einkaufen kann jeder. Damit möchte ja auch jeder seine eigenen Einkäufe tätigen. Nee, geht nicht. Wir kaufen nicht ein, wir beschaffen. Das habe ich auch gesehen, das ist hochinteressant. Wir reden ja hier überall von der Beschaffung. Also bei uns in der Firma ist die Philosophie, einkaufen tut jeder, Mikro, Koop am Wochenende, Erlebnis, wir beschaffen. Also wir machen uns hoffentlich Gedanken, bevor wir anfangen, etwas zu beschaffen. Was muss ich beschaffen, was muss das Produkt oder die Dienstleistung genau können? Und last but not least, wie viel möchte ich denn überhaupt ausgeben? Und ich gehe davon aus, diejenigen von Ihnen, die im öffentlichen Sektor sind, kennen das. Ich habe Budget, jetzt kauf schon ein. Ja? Also seien Sie vorsichtig mit diesen Aussagen, weil es ist nicht Ihr Geld. Und bezüglich Compliance kann da ganz böse was auf Sie zukommen. Wie ist unsere Organisation aufgebaut? Sie sehen es hier, 419 Millionen Beschaffungsvolumen macht Poststellen verkauft. Ich hoffe, auch Sie gehen heute Nachmittag noch zur Post und kaufen sich ein neues Handy. Es wird an der Zeit. Wir sind übrigens der größte Handyverkäufer der Schweiz. Es ist nicht die Firma Swisscom. 512 Millionen macht der Konzerneinkauf, 496 Millionen macht Immobilien, 109 Millionen Versicherungsmanagement. Der ein oder andere ist vielleicht in einer Firma tätig, wo Beschaffung und Versicherungsmanagement noch nie auf der Agenda war. Gehen Sie mal dahinter. Sehr interessante Geschichte, sehr lukrativ. Kann man große Beschaffungserfolge erreichen, nur indem man gesetzliche Möglichkeiten ausnutzt. 419 Millionen ist Postauto. Das sind unsere Kollegen, die über die Berge fahren und auch sonst überall sind. 217 Millionen ist Mobility Solution, das sind alle anderen Fahrzeuge von uns. 180 Millionen Ascendia, das ist die internationalen Transporte. 316 Millionen Postlogistics, damit bin ich rum, 2,7 Milliarden. Wie gesagt, wichtig, Grundphilosophie, es kauft immer nur eine einzige Stelle. Und das ist unsere kleine lustige Organisation, nennt sich Fachausschuss Beschaffung. Da sitzen alle wichtigen Leute drin, die eine Beschaffungsorganisation leiten. Und ich bin da oben rechts, der Esel nennt sich zuerst, und unser CFO, der natürlich ganz andere Interessen hat, außer nur Compliance und Governance, sondern der möchte Ende des Tages Mehrwert sehen. Er ist auch gleichzeitig der CFO der Schweizerischen Post. Wenn Sie mich fragen, ich bin jetzt seit 30 Jahren fast im Einkauf tätig in verschiedensten Firmen, wenn Sie mich fragen, gehen Sie immer zum CFO als Vorgesetzten.
der hat die biggest voice. Normalerweise ist der CFO die Nummer zwei im Konzern. Das ist bei mir zu Hause genauso. Meine Frau ist die Nummer zwei, weil sie hat das Geld. Und also gehen Sie zu ihm und sagen Sie ihm, ich generiere Mehrwert. Wenn Sie in der Produktionsfirma tätig sind, gehen Sie bloß nicht zum Produktionschef. Da war ich auch mal 3 Jahre. Sie haben nämlich immer nur Fehlteile und zu teuer sind sie sowieso. Ich komme zurück zu dieser Organisation. Wir legen fest, wer darf welche Warengruppe bearbeiten. Wir legen die gemeinsame Strategie fest. Und diese Strategie wird runtergebrochen auf Ziele und Maßnahmen, die dann in den Folgejahren abgearbeitet werden. Wir haben noch viele Ziele und noch mehr Maßnahmen. Ich gehe davon aus, Sie auch. Ja, und dann kam das. Also bis zu diesem Zeitpunkt war ja alles okay. Das war 2012 Sommer. Und dann kam das. Und dann hieß es auf einmal, also wir haben ja bisher auch schon ein paar WTO-Ausschreibungen gemacht. Also meine Organisation, Konzerneinkauf direkt, hat im Jahre 2012, das war das letzte normale Jahr, 2012, 7 WTO-Ausschreibungen gemacht. Wir haben momentan 38 laufen. Andere Organisationen sind genauso am Hochfahren. Wir können uns das einfach nicht mehr leisten. Also wir müssen compliant sein, wie das so schön auf Neudeutsch heißt. Und dementsprechend haben wir das hochgefahren. Ja. Und jetzt kommt schon das erste Problem. 40 Tage, 25 Tage, 40 Tage. Direkte Vergabe. 30 Tage. Ja, wie lange wollen Sie warten? Die Grundphilosophie der WTO-Ausschreibung ist ausgesprochen sexy. Ich will Wettbewerb. Ich möchte genau spezifizieren, was ich brauche. Das ist die Theorie. Die Praxis, vor allen Dingen in der IT-Welt, und da sind Sie ja tätig, so erlebe ich das auch. Also die ersten Computer gab es schon, als ich angefangen habe zu arbeiten. Ich bräuchte irgendwas, was mir ermöglicht, weiß auch noch nicht genau was. Sie haben vorhin dieses Foto gesehen, Business und IT. Ja, Sie wissen auch noch nicht genau was. Ich sage immer scherzhaft, wenn Steve Jobs mit WTO, iPhone, iPod, iPad etc. erfunden hätte, Sie würden immer noch versuchen, auf Ihrem alten Telefon zu Hause mit Kabel SMS zu senden. Das funktioniert nicht. Und das ist die große Herausforderung. Es ist nicht die 230.000 Franken oder 500.000 oder 800.000, so what. Es ist, wie arbeiten IT-Leute, Techies, und was müssen die im Gesetz abbilden? Und das wird einfach schwierig. Aber, und das ist interessant, das neue GPA gibt uns da gewisse Möglichkeiten, agiler zu werden. Aber es beginnt dann auch wieder mit dem Hirn des Beschaffers, nämlich make or buy. Erste große Frage. Bei uns ist die Tendenz heute noch, oh, das haben wir schon immer alles selber gemacht, machen wir doch weiter. Ja, die Welt verändert sich. Also ich habe keinen eigenen Telekommunikationsverantwortlichen mehr. Das hatten wir mal, ohne Blödsinn. Haben wir jetzt outgesourced? Also das ist die erste Frage. Die zweite Frage, wie viel Budget habe ich denn? Und das wird auch schon wieder schwierig. Wenn Sie im IT-Bereich innovativ unterwegs sind, Sie kennen das, das Projekt ist gestartet, die ersten Rückfragen kommen und schon stellen Sie fest, oh, mit dem Budget komme ich aber gar nicht mehr hin, weil da wollte ich ja noch was anderes machen und dann ist das alles schon. Dann haben Sie die erste Ausschreibung schon, können Sie schon abbrechen, weil dann stimmt schon nicht mehr die Spezifikation und dann stimmt auch schon nicht mehr der Preis und was wichtig ist, und das ist gut, Transparenz und Gleichbehandlung der Anbieter. Ich gehe auch davon aus, dass Sie nicht mehr auf Kreuzfahrten gehen und Ferien in Südfrankreich mit Ihrem Haus- und Hoflieferanten machen. Jeder soll die gleichen Spieße haben. Und da gehe ich jetzt mal wieder weiter.
das im übertragenen Sinne mit cleveren Beschaffungsverfahren in Zukunft, das ist meiner Meinung nach dann auch die große Chance des neuen GPA. Wir haben jetzt ein Großprojekt laufen, das nennt sich NEMO. Das wird die neue Scannerwelt der Schweizerischen Post verändern. Also bisher, Sie kriegen sicherlich auch ab und zu Einschreiben und so, und dann müssen Sie sowas unterschreiben. Es war bisher so ein Riesending und dann haben Sie darauf unterschrieben. Das wird in Zukunft alles über Apps gesteuert. Und diese Leute haben sich echt Gedanken gemacht, wie kann ich das mit WTO ausschreiben? Denn es war von Anfang an klar, das ist für Postmail und damit muss es eine WTO sein. Die haben als erstes mal die Entwicklung ausgeschrieben. Und dann haben sie von der Entwicklung die Hardware ausgeschrieben. Und damit gehen sie jetzt in die dritte Phase, wo wir dann selber die Hardware mit der Software verbinden. Clever. Aber das erste Mal und unheimlich schnell, wir haben schon 2012 begonnen. Ja, das ist wieder das Problem. Speed. Momentan können wir uns das noch leisten. Ich glaube, in Zukunft wird das schwierig. Einladungsverfahren, freihändiges Verfahren, das kennen Sie. E-Procurement. Die Schweizerische Post hat schon vor 11 Jahren das E-Procurement mit dem E-Buyer eingeführt. Kennen Sie sicherlich auch. Ich kenne auch die Kritik. Relativ schwerfällig, auch ich schaffe es nicht, meine eigenen Visitenkarten über dieses Ding zu bestellen. Jeder von Ihnen hat sicherlich schon mal bei Amazon eingekauft oder sonst irgendwo in diesen Internet-Shops. That's the future. E-Procurement hat ein riesen Sexappeal für WTO-Ausschreibungen. Sie können spezifizieren, welche Range von Products Sie brauchen. Also wir denken momentan daran, unsere gesamten Immobilienleute damit auszustatten mit einem App und dann kommen die gleich bei unseren Lieferanten rein und können dann bestellen, was sie brauchen. Vom Klopapier über Schrauben bis hin zu irgendwelchen Türklinken oder sonst irgendwas. Einmal mehr, Sie müssen am Anfang sich überlegen, was brauchen wir denn? Und dann müssen Sie den Range festlegen. Und umso größer Sie den Range machen, umso interessanter wird dann auch die WTO-Ausschreibung. Und umso einfacher nachher die Arbeit. Denn Sie müssen nicht ständig wieder, ja, und jetzt brauche ich die Türklinke und jetzt brauche ich das Toilettenpapier und jetzt brauche ich... Nee. One fits for all. Wichtig ist, dass Sie da von Anfang an die Bedürfnisträger voll abholen. Das heißt, die Rolle des Einkaufs wird ganz anders. Bisher kam ja meistens einer zu Ihnen und hat gesagt, du, ich brauche. Ja, ist auch die Rolle, oder bei vielen die Rolle des typischen Einkäufers, ja, jetzt muss ich noch zum Einkauf gehen, ich weiß ja ganz genau, was ich brauche und jetzt muss ich dann noch Ausschreibungen. Mittlerweile gehen unsere Warengruppenmanager auf die Bedürfnisträger zu und sagen, was glaubst du denn, was du mal brauchst? Tolles Umdenken. Was will der denn jetzt? Mein Budget. Ich will nicht dein Budget. Ich will dir helfen, dass du Speed in dein Business kriegst. Also wir gehen jetzt zu den Bedürfnisträgern hin und fragen sie, was braucht ihr? Und wenn die uns dann hoffentlich sagen, was sie brauchen, ich habe das auch noch bei der Post erlebt, wie ich dann zur IT gekommen bin und habe gesagt, wie hoch ist denn euer Beschaffungsbudget nächstes Jahr und was braucht ihr denn? Ja, es wird wieder so wie letztes Jahr, so um die 50 Millionen sein, aber ich kann das nicht aufteilen in Hardware und Software. Weißt du, ich kriege auch immer nur 3 Monate vorher mein Bedürfnis und so. Schwierig, schwierig. Also, gehen Sie hin, fragen Sie nach, kommen Sie mit Informationen. Du, schau mal, das und das, die und die Lizenzen hast du beschafft. Brauchst du das weiterhin? Wie sieht es aus mit Hardware? Wie sieht dein Produkt-Lifecycle aus? Fragen, die der Einkäufer auf einmal an den Bedürfnisträger stellt, der sich höchstwahrscheinlich schon einige Gedanken gemacht hat, aber ihnen natürlich noch nie mitgeteilt hat. Das Ganze wird interaktiv.
Und das ist interessant, aber nur für Leute, die auch ein bisschen rauskommen wollen. Ja, der Einkäufer so von früher sitzt am Bürotisch, wartet auf das nächste Mail. Nichts warten. Wir fangen jetzt auch mit Desk-Sharing an, ja, damit wir die Einkäufer ein bisschen mehr scheuchen können, weil bis sie ins Büro kommen, gibt es gar keinen Desk mehr. Das war jetzt witzig, aber auch mein Chef sagt, jeder Einkäufer, der am Bürotisch sitzt, macht nichts. Stimmt, er macht nichts. Er kriegt keine Informationen. Also gehen Sie raus auf die Bedürfnisträger. Was brauchst du langfristig? Wie soll es aussehen? Wie ist deine Welt? Also dieses Projekt Nemo, das war für mich outstanding, weil da war diese Interaktion ständig da. Das heißt nicht, dass sich Einkäufer und IT-Fachmann immer verstanden hat. Aber jeder hat wenigstens kommuniziert und versucht, den anderen zu verstehen. Machen Sie das auch. Ja, und darüber hinaus versuchen Sie, dieses Damoklesschwert WTO etwas Angst rauszunehmen, indem Sie Kompetenzzentren aufbauen. Wir haben ein Mann, zwei Frauen, die machen nichts anderes als Verfahrenswahl, heißt das bei uns. Da kann sich jeder dran wenden, du, muss ich WTO machen oder was können wir machen? Und die können Ihnen kompetente Antworten geben. Die wissen, welcher Bereich ist betroffen, weil da fängt es bei uns schon an. Wir haben reservierte Bereiche, wir haben aber freie Bereiche. B, wissen Sie, welche Warengruppe es betrifft, und zwar über den gesamten Konzern. Kompetente Ansprechpartner. Und jetzt sage ich was auch bei uns immer wieder schwierig ist. Auf der einen Seite unterhalten wir uns über die ständige Erreichbarkeit in der heutigen Arbeitswelt. Ich habe gerade letzte Woche in einem Wirtschaftsmagazin in Deutschland habe ich gesehen, dass 75% der deutschen Manager auch in den Ferien 24 Stunden erreichbar sind. Ist nicht toll. Aber wichtig ist, dass sie eine Antwort kriegen. Also ich persönlich erlebe es auch immer wieder, schicke ein Mail und denke, naja, jetzt müsste der ja mal in den nächsten 48 Stunden antworten. Nee, es kommt keine. Antworten Sie, seien Sie erreichbar. Die heutigen Telekommunikationsmöglichkeiten ermöglichen das. Und auch wenn Sie nicht erreichbar sein wollen, organisieren Sie einen Stellvertreter, der Sie vernünftig vertritt, und antworten Sie. Das ist das E-Procurement. Sie bestellen jetzt und kriegen morgen früh. Das ist Geschwindigkeit. Zu meiner vorletzten Folie. Das sind die 6 Sachen, die Sie immer im Kopf halten sollten. Und dann macht das Einkaufen, Beschaffen Spaß. Mein Trigger ist Nachhaltigkeit. Ich persönlich bin ein Fan von hohen Geschwindigkeiten, aber ich fahre ein Fahrzeug der A-Klasse. Nachhaltigkeit. Wir haben nur eine Welt im Kofferraum und momentan verbrennen wir sie mit Faktor 4,5. Das ist ein bisschen zu viel. Mehrwert, machen Sie Ihrem Chef eine Freude. Guck mal, Chef, hab schon wieder 1 Milliarde gespart. Bringen Sie das dann auch, wenn möglich, in die Bilanz. Dann freut er sich noch mehr. Innovation, beschäftigen Sie sich sehr viel mit, was läuft. Und was ist, und das ist das größte Problem in der IT-Branche, was ich sehe, was ist noch up to date in 5 Jahren? Ja, Sie kennen die Projekte, toll, super, neue IT-Sprache, und leider in 5 Jahren ist das ein Flop gewesen. Und Sie haben da 5 Millionen investiert. Ja, fertig. Also, das hängt auch dann wieder mit Nachhaltigkeit zusammen. Gesetzgebung, alle von Ihnen sind davon betroffen. Ja, es ist nun mal so, dass man auf der Schweizer Autobahn mit 120 fährt. Also bei uns gibt es auch Gesetze, die müssen wir in der Beschaffung einhalten. Unter anderem WTO. Versuchen Sie nicht da immer so außen rum und ja, das wird schon. Gibt Ihnen auch Power.
Wenn da steht, Sie müssen gleich lange Spieße haben, dann können Sie auch Ihrem Verwaltungsrat sagen, gegen Geschäfte gibt es bei uns nicht. Das wirkt. Denn ein Verwaltungsrat hat auch Mühe mit der Compliance. Der wird sich hüten zu sagen, und bitte, jetzt gebt doch meinem Bruder den Auftrag. Mm-mm. Gibt Power. Also nutzen Sie die Gesetzgebung. Berücksichtigen Sie das politische Umfeld und nicht nur das, was hier in Bern passiert. Politische Umfeld ist innerhalb Ihrer Organisation mindestens genauso wichtig. Wer redet mit wem, wer hat über wen Macht, wer hat keine Macht und wie stellen Sie Ihre Beschaffungsorganisation dazwischen? Und last but not least, bleiben Sie Unternehmer, treiben Sie. An dem Tag, wo wir nicht mehr treiben, wir haben es vorhin von Albert Einstein gehört, move, motion. An dem Tag, wo wir nicht mehr treiben, heißt es wieder, ja, der Einkauf, das dauert ja. Holen Sie sich das Vertrauen Ihrer Kollegen. Ohne das Vertrauen geht es nicht. Nehmen Sie die Verantwortung. Sie sind schuld, wenn es in die Hose geht. Bleiben Sie beweglich. Denken Sie an Innovation, Nachhaltigkeit und Mehrwert für Ihre Organisation und dann werden Sie viel Spaß bei der Beschaffung haben. Ich danke Ihnen.